Hallo, mein Name ist Maike Kranz von 123 Effizient dabei. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem fünften Teil unseres Weihnachtsprojektes. Kurze Erinnerung, der Weihnachtsmann ist nicht mehr ganz jung und hat dieses Jahr die Projektleitung an Sie abgegeben. Also es geht darum, Weihnachten 2017 zu organisieren. Und heute schauen wir uns mal die Projektorganisation und Kommunikation genau an. Ich denke, es ist klar, dass in diesem Projekt ziemlich viele Wichtel und ein paar Rentiere beteiligt sind. Jeder Wichtel ist auf eine bestimmte Aufgabe spezialisiert. Damit Sie als Projektleiter nicht mit jedem sprechen müssen, sollten Sie eine Projektorganisation einrichten. Sie bilden also verschiedene Teilprojekte und benennen jeweils einen Teilprojektleiter. Sie führen dann nur noch Besprechungen mit den Teilprojektleitern durch und die wiederum kommunizieren in Teamsitzungen mit den jeweiligen Wichteln. Wir richten jetzt mal drei Teilprojekte ein, die Wunschzettelbearbeitung, Verpackung und Transport. Und jedes Teilprojekt besteht aus 2 bis 3 Teams. Ich habe hier einmal ein klassisches Organigramm gewählt. Wir haben also hier oben an der Spitze den Projektleiter, das sind Sie. Ich unterstütze Sie ja nur. Dann haben wir den Weihnachtsmann, habe ich hier als Stabstelle drin, weil alles andere wird jetzt auch von den Wichteln übernommen. Und der Weihnachtsmann hat schon eine besondere Stellung, das müssen wir hier ganz klar sagen. Es gibt also diese drei Bereiche, gucken wir uns die Wunschzettelbearbeitung genauer ansehen. Da gibt es die Sortierung der Wunschzettel und die Weihnachtsbriefbearbeitung. Dann haben wir die Verpackung, da gibt es das Geschenkpapier, Schleifen. Und ganz wichtig, lebendige Geschenke, die müssen ja nochmal besonders verpackt werden. Und Transport, da haben wir den Fuhrpark, die ganze Logistik mit den kontinentalen Verteilzentren, das muss ja alles entsprechend aufgebaut sein. Und natürlich die Auslieferung. Ja, in jedem Team gibt es natürlich auch noch sehr unterschiedliche Aufgabengebiete. Und damit die Einarbeitung der Wichtel schnell erfolgen kann, sollten Sie Tätigkeitsbeschreibungen erstellen. Aus den letzten Jahren können Sie auf erfahrene Wichtel zurückgreifen. Dennoch kann es sein, dass ein Wichtel mit seinen Aufgaben nicht zufrieden war und etwas Neues ausprobieren möchte. Daher sollten Sie Zeit für Bewerbungsgespräche einplanen. Außerdem sollten Sie mit den Teilprojektleitern besprechen, wer im Team das neue Teammitglied einarbeitet. Nun haben wir nochmal den Weihnachtsmann in seiner besonderen Rolle, nämlich als Lenkungsgremium unseres Projektes. Ne? Also der hat sich ja von der Projektleiterrolle zurückgezogen, aber er hat natürlich trotzdem ein Interesse am Projekt und möchte ein wachsames Auge über das Projekt haben. Und so ist er letztendlich in dieses Lenkungsgremium berufen worden. Ne? Und dort überwacht er den Projektfortschritt natürlich auch nochmal von außen, trifft Entscheidungen, die von ihm, von dem Projektleiter nicht allein getroffen werden können und unterstützt natürlich alle mit guten Ratschlägen. Ne? Der Weihnachtsmann ist in dieser Rolle wirklich sehr gut aufgehoben. Das Projekt profitiert von seinen umfangreichen Erfahrungen aus der Vergangenheit und er hat nicht das Gefühl, so langsam aufs Altenteil abgeschoben zu werden. Ne? Das ist schon ganz gut. Ja, wir hatten ja gesagt, es geht auch um das Thema Kommunikation. Das heißt, wir sollten auch Spielregeln im Projekt vereinbaren. Und wir hatten ja bei der Risikoanalyse herausgefunden, dass es wichtig ist, dass sich die Wichtel und Rentiere wohlfühlen. Dazu gehört auch, dass die Stimmung bei allen gut ist und ich empfehle Ihnen dringend, Spielregeln für das Projekt zu erarbeiten. Ich habe da mal einen kleinen Vorschlag erarbeitet. Das könnten Sie dann auch nochmal diskutieren. Letztendlich sind dann folgende Regeln beschlossen worden von allen, ne? Spielregeln im Projekt. So arbeiten wir zusammen. Wir wollen die Kinder glücklich machen. Wir essen täglich Lebkuchen. Niemand wird verspottet. Rentiere werden jeden Morgen gestreichelt. Jeden Abend singen wir gemeinsam Weihnachtslieder. Ja, und diese Spielregeln sollten Sie auf alle Fälle gut sichtbar im Weihnachtsdorf aufhängen. Ja, und im nächsten Artikel geht es dann nochmal mit der Planung weiter, nämlich Projektphasen und Meilensteine sind dann unser Thema. Hat Ihnen das Video gefallen? Dann abonnieren Sie meinen Kanal. So erhalten Sie jede Woche sofort umsetzbare Tipps für mehr Effizienz an Ihrem Arbeitsplatz. Melden Sie sich bitte auch zum kostenlosen Newsletter an. Als kleines Dankeschön schenke ich Ihnen mein 24-seitiges E-Book mit meinen 10 besten Tipps für mehr Produktivität im Büro. Dazu einfach.